Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Sves Nerdkultur. Und ja, heute packen wir etwas aus. Etwas, was ich zwar eigentlich zu meinem Geburtstag auspacken wollte, aber naja, da mache ich dann eben etwas anderes. Ich war so aufgeregt. Ich kann nicht bis November warten. Ich kann das einfach nicht. Das sind noch zwei Monate. Heute in genau zwei Monaten habe ich Geburtstag und da kann ich nicht so lange warten. Und zwar habe ich mir nämlich das hier geholt. Die Tales of Arise Collectors Edition. Und ja, was jetzt in dieser Box drin ist, das werden wir dann gleich erfahren, wenn wir das hübsche Teil da auspacken. Und ja, ich freue mich drauf, denn das Spiel hat schon, bevor es jetzt überhaupt draußen ist, hat das Spiel schon so gute Bewertungen gekriegt, dass es einfach nur gut sein muss. Ich habe auch die Demo gespielt und da muss ich auch sagen, geil, richtig geil. Und deshalb packen wir das Teil heute aus. Ja, jetzt stelle ich noch kurz die Kamera um und dann kann es losgehen. Und ja, zum Auspacken, da braucht man mich ja nicht zu sehen. Da reicht es ja, wenn man ein wenig diese Box da sieht. Und ja, wie gesagt, die Box hat man ja schon gesehen. Jetzt kommt das, was innen drin ist. Da habe ich wieder mal mein kleines Skalpell dabei, wo wir das ohne leichteres aufschneiden können. So, dann machen wir da mal auf. Ja, und als erstes, was springt uns denn da als erstes an? Oh, das ist ziemlich interessant verpackt in... Cool! Noch so eine Box. Und zwar eine solche Box. Ja, die ist ja mal cool. Ist noch schöner und mal schauen, was wir jetzt da Schönes auszupacken haben, wenn das mal runtergehen will. So, ja, als erstes springt uns das Artbook entgegen. Wow, endlich mal wieder ein richtiges Artbook mit mal richtig groß ist und die Zeichnungen, die sind richtig schön. Sieht man zum Beispiel Alphen, einer der Hauptprotagonisten in diesem Spiel. Das muss ich gut so. So. Und dann haben wir da Shione. Und noch einige andere Charaktere bestimmt und Landschaften etc. etc. Richtig cool gemacht. Ich finde so Artbooks immer wieder sehr, sehr schön. So, als nächstes haben wir da das Spiel. Das Spiel an sich, richtig. Ja, eigentlich nichts so richtig Besonderes. Was eher besonders ist, ist das hier, und zwar das Steelbook von Tales of Arise. Wirklich schön gemacht, schön gestaltet. Ich persönlich bin begeistert. So, was haben wir denn da, was da rausgeflogen? Ein Lesezeichen. Ah, ein Lesezeichen. Okay. Legen wir mal hin. So, jetzt aber müssen wir da lesen. Mal abnehmen. So. Oh, ich muss mir das kurz mal so hinlegen. Da ist nämlich jetzt etwas Großes noch dabei. Und zwar ein Grund, warum man diese Box einfach kaufen muss. Und zwar haben wir hier noch eine, ja, Figur. Eine Art Statuefigur, wie auch immer, die sicher richtig geil auf jedem Regal aussieht.
wir doch mal die auch noch auspacken. So. So. Hoch mit dir. Oh. Holla. Was hast du denn da Schönes? Ach du heilige Neune, das ist etwas, was man zusammenbauen muss. Da seht ihr, ja, da muss man auch wieder aufschneiden. So. So. Hier auch noch. Ah, schneiden wir einfach mal alles ab, dann können wir die mal rausnehmen. Ups, aufpassen mit dem Messer, hier nicht irgendwo reinstechen. Okay, da haben wir das erste Teil, das rausfliegt, das zweite Teil, das rausfliegt. Und der Rest, der rausfliegt. Alles mal einfach anlegen. Kommen wir da schon? Ja, das bauen wir gleich auch. Das bauen wir, glaube ich, jetzt gleich zusammen auf. Ah, das ist ja schon offen. Cool. Ja, das sogenannte Flammenschwert. Das ist irgendwo überall irgendwie schon offen, da muss man nichts auseinanderreißen, sehe ich gerade. So, hui. Ups, fällt mir die Figur noch auf. So, also so sieht sie schon mal. So, das hier kommt wohl da rein. Ich will nichts kaputt machen, weil solche Sachen sind manchmal richtig man sagt schon heikel beim Zusammenbau. Aber geht gerade so ziemlich gut. Aber da. Wie komme ich denn da rein? Ist das richtig so? Ja, scheint so. So. Ja. Ja, das ist wohl die ganze Hexerei. So, was jetzt? Zumachen. So, wir wollen ja eine schöne Zusammenstellung haben von all dem. So, ein bisschen die Kamera. Voilà. So. Jetzt fehlt aber irgendwie noch was, und zwar der Soundtrack. Ich kann mir vorstellen, dass... Ah, wunderbar. Hier ist noch der Soundtrack drin. Und ich hatte schon Angst, dass es dann hinter im Steelbook keinen Platz mehr fürs Spiel hat. Aber da haben sie es jetzt richtig gut gemacht. Da haben sie jetzt einen weiteren Platz für das Spiel geschaffen. So. Voilà. Ja, das ist doch, ich persönlich finde, dass das richtig eine tolle Box ist. Und ist auch sein Geld wert, wer wirklich etwas mit japanischen Rollenspielen was anfangen kann. Klar, reicht es auch, wenn man
das Standardspiel einfach kauft, aber richtige Tales of Fans, naja, gönnen sich auch mal genauso eine Collectors Edition. Ich bin jetzt richtig Fan geworden, ja, dieses Jahr, aber als ich das gesehen habe, habe ich nur so gedacht, scheiße, doch, das muss ich mir holen. Diese Box, dieses, ja, die muss ich mir jetzt einfach holen. Und vor allem diese Kiste da, kann man sicher auch für andere Sachen noch benutzen. Die werde ich auf jeden Fall nicht wegschmeißen. Ja, so viel dazu. Gehen wir noch einen kurz auf die Figur ein, und zwar ein bisschen auf die Details. Und zwar hier sieht man wirklich, wie detailreich die Figur gemacht ist. Schon nur die Rüstung von Alfen sieht richtig gut aus und auch das Kleid von Gione mit auch die Haare richtig schön gemacht. Einfach nur wow. Einfach wow. Das Flammenschwert sieht auch richtig geil aus und die Details vom normalen Schwert lassen sich aussehen, auch mit der Schrift, dem Schriftzug da. Was genau das auch heißt, das weiß ich jetzt nicht. Aber die ist so schön und detailreich gestaltet. Auch die Dornen, die sozusagen von Gione ausgehen, sind einfach richtig schön. Also eine Figur, die sich durchaus sehen lässt, wenn man sie irgendwo hinstellt. Ja. An sich wirklich sehr gute Qualität, was sie da reingebracht haben. Zum Beispiel eben auch das Artbook, das Steelbook. Einfach nur wunderbar. Ja, so viel mal zu diesem ganzen. Oh, jetzt habe ich die Kamera ein bisschen schräg. So viel zu diesem Unboxing. Also, ich finde, diese Box ist jetzt ihr Geld wert. Sie kostet so um die 200 Franken. Und ja, wie gesagt, man gibt ihm schon ziemlich viel Geld aus für das. Für so eine Box, aber was da eben drin ist, das ist sein Geld auch wert. Also man kann nicht erwarten, dass man 60 Franken bezahlt für so eine große, ja, Box. Man kann sich vielleicht fragen, für was ist denn jetzt das gut? Aber wenn man sich diese Frage stellt, dann kann man sich eigentlich bei sehr vielen Dingen fragen, wieso habe ich das jetzt eigentlich? Für Tales of Fans, für japanische Rollenspielfans ist dieses Ding, also diese Collectors Edition, wirklich sein Geld wert. Ja, ich weiß nicht, ich mache dann vielleicht ein Ersteindruck-Video von diesem Spiel. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Wenn ich die ersten Stunden in diesem Spiel verbracht habe und euch meinen Ersteindruck vermittle. Natürlich mit Videomaterial und so weiter und so fort, werde ich euch das Spiel dann zeigen. Ja, Freunde, dann, ja, das war es dann auch schon mit diesem Unboxing. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht, ja, wenn ihr sie irgendwo seht, vielleicht habe ich euch sozusagen neugierig gemacht. Und so, dass ihr sie euch vielleicht auch kauft. Ich weiß nicht, oder vielleicht reicht ihr euch nur das Spiel an sich. Dieses Spiel gibt es übrigens auch auf der PlayStation 4. Also alle PlayStation 4 Besitzer, die jetzt sozusagen denken, oh nee, wieso gibt es, ist das wieder ein PlayStation 5 Spiel? Keine Sorge, dieses Spiel gibt es auch auf PS4. Das könnt ihr auch dort spielen. Und ja, wenn alles gut geht, Freunde, und das will ich jetzt auch noch kurz sagen, gibt es nächstes Jahr mal ein Gewinnspiel. Mein erstes Gewinnspiel, das ich überhaupt, ja, veranstalte. Und
Ja, ihr könnt da auch gespannt sein, was ich da so bringen werde. Ja, Freunde, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wann ihr immer dieses Video auch seht, bleibt mir gesund und achtet aufeinander. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Swiss Nerdkultur und ciao!